Mein Name ist Daniel. Ich habe durch eine Knochenmarkspende eine zweite Chance erhalten. Diese will ich jetzt auch durch die DKMS nutzen. Mein größter Wunsch ist es, Tätowierer zu werden. Also es hat sich schon eigentlich über längere Zeit gezogen. Ich habe meinen 19. Geburtstag gefeiert im Oktober. Und da hat man schon definitiv gemerkt, dass irgendwas nicht mit meinem Körper stimmt. Ich habe mich durchgehend krank gefühlt und ich wusste ab einem Punkt einfach, dass es Krebs war. Ich wusste nicht, welche Art, aber ich wusste, ich... Das war eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ich war damals schon immer ein Mensch, der ziemlich müde war und gerne geschlafen hat. Letztendlich habe ich dann gemerkt, dass das nicht so ist wie immer. Es ist jedes Mal dasselbe. Also ich kann darüber erzählen, aber ich brauche ein bisschen Luft dazwischen. Take Two ist für mich die Chance, wieder voll in meine Kunst einsteigen zu können. Seit meinem ersten Tattoo habe ich schon immer den Traum gehabt, ein Tätowierer irgendwann noch zu werden. Ich bin Sabrina und war Daniels Krankenschwester. Als Daniel zu uns kam, war er gerade 19, ich war 24 und habe immer gesehen, dass der halt da am Zeichnen ist, habe gefragt, oh cool, was machst du? Und dann meinte Daniel, dass er gerne Tätowierer werden möchte. Und habe ich gesagt, ja, vielleicht kannst du mir auch mal was zeichnen, weil ich möchte meinen linken Arm noch hier voll haben. Nur irgendwann ging es mir halt nicht mehr ganz so gut und konnte halt die Zeichnung nicht zu Ende führen. Ja, das war schade. Aber daran arbeiten wir jetzt ja. Es wäre natürlich krass, wenn ich durch Take Two die Möglichkeit kriegen würde, die Sabrina irgendwann ein Tattoo, so wie wir es uns vorgestellt haben, stechen zu können. Hat auch erzählt von Sabrina. Ich fand das so toll, dass Sabrina sich gemeldet hat und dass sie sich noch an Daniel erinnert. Der ist halt auch ein Teil von meinem Leben, gebe ich hier ganz ehrlich zu. Und ich bin ein Teil von seinem Leben. Und deswegen freue ich mich einfach so, wenn er sich so quasi auf meinem Arm verewigt. Das wird schon cool. Ich heiße Lisa, bin Daniels Mama. Der hat immer viel gezeichnet, gemalt, überall. Einige Tage hat er viel gemalt, dass ich manchmal nachts musste reinkommen und sagen, Daniel, jetzt wird mal Zeit mit Schlafen gehen. Das freut mich, dass er endlich seinen Traum verwirklichen kann nach so vielen Jahren. Daniel bekommt hier eine Chance, durch die DKMS ein Praktikum als Tätowierer zu machen. Mit dem Ziel, am Ende vielleicht Sabrina zu tätowieren. Und wir schauen mal, ob er das schafft. Ich bin Rico und ich bin in den nächsten 6 Wochen Daniels Ausbilder. Er hat einen Job, er hat einen Nebenjob, er hat wenig Zeit und er muss so einen Spagat machen, um da rauszukommen. Grüß dich! Hi. Alles gut bei dir? Ja. Ich freue mich wirklich, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Ricardo. Hey, Ricardo. Ich bin für die nächste Zeit dein Lehrer. Oh Gott.